Guten Tag, liebe Zuschauer und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Biobalkon-Kongresses. Ganz herzlich begrüße ich heute Andreas Bernknecht. Guten Hallo. Tag. Ich muss euch erst mal erklären, warum ich den Andreas eingeladen habe. Da gibt es drei wichtige Punkte für mich. Der Andreas hat ein Universalwerkzeug entwickelt. Was das ist und wie das funktioniert, das wird er euch ausgiebig und mit viel Herz erläutern. Für mich ist das Entscheidende, dass ich dieses Werkzeug seit 7 Monaten anwende. Mir hilft das enorm mit den Widrigkeiten des Lebens besser zurechtzukommen, mit den Aufgaben, die halt bei mir anfallen. Zum einen dieses Organisieren des Kongresses, was mir total viel Spaß macht. Erziehung meines kleinen Söhnchens, Organisation, dass meine pflegebedürftigen Eltern zu Hause bleiben können und nicht ins Pflegeheim müssen. Das sind halt Aufgabenfelder, wie sie bei jedem temporär irgendwann anfallen. Das ist halt der normale Fluss des Lebens. Ich habe gemerkt, dass mir das Werkzeug vom Andreas unheimlich gut hilft. Ich habe das genutzt, als ich draußen auf dem Balkon gesessen habe. Ich habe damit im Juli letzten Jahres angefangen, habe in der Sommerhitze draußen gesessen auf meinem Balkon. Obwohl er südseitig ist, hat das Mikroklima, habe ich es immer aushalten können, dass ich dort sitze und dass ich die Dateien gehört habe vom Andreas und dass ich mich dabei gut gefühlt habe. Und es geht beim Werkzeug vom Andreas immer wieder um die Fülle. Die Natur ist Fülle, in die Fülle kommen. Und dieses Bezug nehmen auf die Natur, das hat mich als Naturfreak eben total begeistert, angetriggert. Und für mich war schnell klar, dass ich den Andreas einladen möchte zum Balkonkongress. Und ich hoffe, dass wir jetzt gut den Zusammenhang und die Kurve bekommen zum Balkon. Lieber Andreas, danke, dass du dabei bist. Ich freue mich total. Ich gebe dir jetzt einfach mal die Bühne. Bitte. Danke. Du hast eben was Interessantes erwähnt, so mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen. Und ich kenne das ja aus ganz vielen Jahren, wo ich das auch so gesehen habe, bis ich das umgepolt habe. In der Natur gibt es Unkraut. Ja? Und viele denken, das ist schlimm, das braucht man nicht. Aber auch Unkraut hat ja einen Sinn. Das ist ja, das hat ja eine Bedeutung. Und wenn man die Dinge anders zu sehen, hat ja alles irgendwo einen Wert. Ja? Und eine Brennnessel zum Beispiel, ja, das ist natürlich, wenn man die im Garten hat, sieht vielleicht nicht so schön aus. Trotzdem ist es eine wertvolle Pflanze. Und die hat ja auch eine Bedeutung. Und man kann ja auch wunderbare Dinge daraus tun. Ja, die kann man essen, kann Tees daraus machen. Und interessanterweise, wenn man die aber jetzt nicht im Garten haben will, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es gar nicht so einfach, die dort zu entfernen, weil die sind sehr tief verwurzelt. Und so ist es mit Dingen auch, die wir im Leben eben haben. Wir haben oft tief verwurzelte Dinge in uns, in unserem Unterbewusstsein. Und die wirken nach außen erstmal wie so eine Brennnessel. Die scheinen nicht so sinnvoll zu sein. Die sind vielleicht, wenn man die anpackt, tut's weh. Dennoch liegt da oft ein großer Erfahrungsschatz mit verbunden. Und wenn man das jetzt umkippt und eine Dankbarkeit für die Dinge entwickelt, dann sieht man plötzlich den Nutzen von all diesen Dingen. Und das ist das, wo ich mich seit 37 Jahren mit beschäftige. Und bei mir ist es tatsächlich so, das glaubt mir auch vielleicht niemand, egal was bei mir passiert. Und das sind auch manchmal heftige Dinge. Das allererste, was ich tue, ist erstmal Danke sagen. Immer. Ich sage dann Danke. Danke, danke. Schön, dass das jetzt da ist. Fühlt sich gerade total schlimm an, aber es wird mich weiter nach vorne bringen, wenn ich mich dem widme. So mache ich das. Und das habe ich gelernt aus der Natur, weil dort gibt es nichts, was unnütz ist. Ja, das vielleicht mal so als Auftakt. Sehr guter Auftakt. Passt total. Es gibt kein Unkraut zum einen. Es sind die wertvollen Wildkräuter. Die wachsen natürlich auch hervorragend auf dem Balkon. Die haben einen riesengroßen Wert, das sehe ich auch so. Und vorhin bin ich auch drüber gestolpert, als ich gesprochen habe mit den Widrigkeiten. Das ist ja, so reden wir leider, aber es ist nicht korrekt. Das ist schön, dass du gleich auf diese Dankbarkeit gekommen bist. Und das habe ich mittlerweile auch sehr gut gelernt. Und
Dafür bin ich dankbar, dass ich das gelernt habe, Dankbarkeit zu empfinden. Genau. Ich würde doch nicht mal sagen, dass das nicht korrekt ist. Es hat mit Bewusstheit zu tun. Mhm. Ich sage, wer sehr unbewusst lebt, für den ist alles, was außen ist, Schicksalsschläge, alles das, das ist immer, ich bin das Opfer. Ja, das passt. Warum passiert mir das immer? Ist alles so gemein zu dir, mir, alles das. Ich habe heute Morgen, das mache ich wirklich jeden Tag, ich habe zum Beispiel ein Buch von Chuck Spezzano etwas gelesen. Der hat schon vor ganz vielen Jahren, interessanterweise, über einen Kurs im Wundern, die wichtigsten Zitate, erläutert er immer so schön, das mag ich. Und da war zum Beispiel ein Thema, das heißt, die Liebe hegt keinen Groll. Und damit ist nicht die romantische Liebe gemeint, sondern diese universale Quelle, wo wir alle herkommen, diese Lebensenergie, Bewusstheit, Gott, egal wie man es nennt. Und da steht drin, Groll ist der Liebe völlig fremd. Also wer wirklich liebt, kann keinen Groll empfinden. Groll greift die Liebe an und hält ihr Licht verschleiert. Wenn ich Groll hege, greife ich die Liebe an und deshalb auch mein Selbst. Wir schaden uns immer nur selbst. Und so wird mein Selbst mir fremd. Ich bin entschlossen und dadurch wird man zum Opfer. Und Opfer sind immer machtlos. Und das ist die Kunst, das umzudrehen. Das heißt, je bewusster ich lebe, und das ist so wie mit einem Balkon, wenn du den da hast, mit den Pflanzen drauf, je bewusster man das tut, wie man sich da dem widmet, entdeckt man völlig neue Qualitäten in sich. Und jemand, der sich überhaupt nicht damit beschäftigt, für den ist es einfach nur zugewuchert. Ja, so. Das ist der Punkt. Und das ist, es geht um den Grad der Bewusstheit. Und je bewusster ich bin, umso mehr Macht habe ich in meinem Leben. Und Macht heißt ich in Form von Schöpferkraft. Das heißt, ich kann die Dinge immer mehr so gestalten, dass die mich in einen Zustand der Glückseligkeit bringen. Ja. Das hilft, denn, ja. Kannst du uns erklären, wie das funktioniert, wie man dahin kommt? Man sagt ja so, alle Wege führen nach Rom. Ja. Es gibt nicht den Weg. Es gibt mit Sicherheit Werkzeuge, da können wir vielleicht nachher drüber reden, die einem da enorm helfen. Aber diese Werkzeuge, auch über das gesprochen, was wir dort tun, ist eine Möglichkeit, dass ich den Weg gehen kann. Was ich sonst vielleicht nicht tue, wenn ich Blockaden in mir habe. Ich habe gestern ein Produkt fertiggestellt, das, glaube ich, elementar ist für ganz viele Menschen. Vielleicht kann ich da mal kurz drauf eingehen, dann wird es vielleicht am allerbesten. Ganz viele Menschen kennen das, dass man irgendwann mal sehr, sehr verliebt ist. Man hat so, glaube ich, die Liebe seines Lebens gefunden und in diesem Zustand des enormen Verliebtseins äußert man dann zum Beispiel ein Treuegelöbnis und einen Schwur für immer zueinander zu halten und ewig währende Liebe. Und der Punkt ist, dass in dem Moment, wo ich das tue, oder wo irgendjemand das tut, Folgendes passiert. Der Verstand ist bewusst bei der Sache, das Herz ist bei der Sache und die Emotionen, also der Bauch, sind komplett eins mit dem, was ich dort sage. Und wenn das passiert, ist interessanterweise, das ist das Gehirn, das ist das Herz und der Solarplexus und die sind verbunden mit dem Vagusnerv. Wenn die alle in Einklang sind, ist das eine Wahrheit. Und wenn ich eine Wahrheit in Gang setze und ausspreche, geht die sofort ins Unterbewusstsein und wird dort komplett verankert. Wenn jetzt diese Beziehung zu Ende geht, ja, und ich jetzt jemandem Neues begegne, dann ist der Treueschwur für die vorherige Person komplett erhalten. Und das Unterbewusstsein versucht genau das aufrechtzuerhalten und alles andere abzulehnen, was nicht zu diesem Bild passt. Und da kommen ganz viele Probleme her. Die Frage ist, wie kann man sowas auflösen? Und dazu gibt es dann Werkzeuge, mit denen man das im Unterbewusstsein wieder ändern kann. Das ist das, was wir machen. Und das sind zum Beispiel binaurale Beats, damit kann man das machen. Aber so funktionieren eben die Dinge. Und die meisten Menschen sind sehr unbewusst. Die verstehen die Hintergründe nicht, sehen sich als Opfer, was wir am Anfang hatten. Und je bewusster ich bin, umso mehr kann ich dahin kommen. Und du hast ja gefragt, wie man es machen kann. Ich kann natürlich über den Weg der Meditation, Kontemplation, Beschäftigung mit spirituellen Lehren, Buddhismus eine tolle Möglichkeit. Ja, das, was Jesus gesagt hat, für mich ein ganz großes Ding. Bei den Indianern findet man es, die Aborigines. Alle berichten über dieselben Grunddinge, nämlich wer bin ich und wie kann ich mich in diesem Leben ausdrücken. Und genau das findet man in der Natur. Und ich habe vielleicht, deswegen bin ich auch vielleicht auf dem Kongress hier, ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich eine sehr schwere Lebenssituation gehabt, ganz extrem. Also ich weiß, wie es ist, wenn man alles verliert, wenn man krank ist, wenn man die Diagnose Rollstuhl bekommt. Und ich bin dann im Wald gewesen und bei mir war es mein ganzes Leben immer schon geprägt, dass Menschen zu mir kamen und ich konnte denen helfen.
Und da war aber niemand, wo ich mal mich hinwenden konnte. Das war schon immer so in meinem Leben. Und ich bin dann dort im Wald gesessen, da waren so abgesägte Baumstämme, da bin ich drauf gesessen, war in diesem Zustand und habe ich so einen Dialog mit Gott gehabt. Ein sehr ernstes Gespräch. Und ich habe mich da wirklich beschwert darüber, dass ich immer für andere da bin, egal wie es mir geht, mein letztes Geld weggebe. Und dann war da der Punkt, warum ist da niemand für mich da? Und dann war wie so eine ganz klare Stimme in mir. Es war vollkommen klar. Und ich habe gesagt, schau dich mal um, ich bin doch immer da. Und es war so tief ergreifend in diesem Moment. Ich habe so eine Demut und Dankbarkeit gespürt. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich noch bewusster darauf geachtet habe. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich ein Problem habe, wie wird die Natur das machen? So habe ich begonnen, auch ganz tief in mir Dinge zu entdecken. Und so mache ich das heute noch. Ja, unsere Natur, unsere uns umgebende Natur ist elementar. Die hat so einen riesen Einfluss auf uns. Und dieses Wahrnehmen ist so wichtig. Du hast es ja in dem Moment, als du auf den Baumstämmen gesessen hast, das intensiv wahrgenommen. Und wir stehen da heutzutage, uns ist das Gefühl abhanden gekommen. Und ja. Bei dir war das dann enorm, dieses Fühlen. Und wir müssen da einfach auch wieder hinkommen. Ja, das ist elementar. Und so gibt es eben viele Dinge. Und wer sich damit mal beschäftigt, auch was überhaupt Natur ist, wie das funktioniert, gibt tolle Bücher. Da gibt es so einen Förster, ich weiß gar nicht, oder gibt es zwei verschiedene, Österreicher und Deutsche, die haben auch Bücher darüber geschrieben, über die Mechanismen in der Natur, das Pilzwerk im Boden, das alles miteinander vernetzt, wie so ein Internet im Wald. Und das sind Dinge, die mich hoch beeindrucken. Wir haben ja bei uns auch so ein, wir nennen das Bionic Marketing. Ja, also wir haben ja auch eine Vertriebsform. Und abgeleitet aus der Bionik eben, wie das in der ist, zum Beispiel Flugzeugflügel oder bestimmte Rotoren, Boote, die ja abgeleitet werden von Delfinen, von Vögeln, wie die fliegen. Das sind ja alles Dinge, die abgeleitet werden aus der Natur, also die Bionik. Also man kann da gigantisch viel lernen und ich glaube, dass da eine ganz große Zukunft liegt für Menschen, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich, wenn man so einen Balkon hat, das ist natürlich die nächste Möglichkeit, das mal den schön zu gestalten. Und ja, daraus zu lernen. Immer gucken, wie machen Pflanzen das, wie machen das, und wenn man bedenkt, wir selbst bestehen, oder es gibt so 113 und 115 chemische Grundelemente, ja, mehr gibt es gar nicht, und aus dem bestehen wir erstmal physisch und körperlich, also wir unterscheiden uns nicht so sehr von irgendwelchen Pflanzen oder Bäumen oder von einer Biene oder sowas, da gibt es nicht so viele Unterschiede, und wenn man dann bedenkt, dass ein Blumenkohl oder was auch immer ist, viel, viel mehr Gene hat als ein Mensch, ja, dann kann es also nicht an der Anzahl an den Dingen liegen, sondern irgendwas macht uns besonders als Mensch, wenn wir stehen aus denselben Grundelementen. Und wenn wir das natürlich nicht in Anspruch nehmen, wenn wir dieses nicht für uns wieder erlernen, dann sind wir einfach nur, dann existieren wir nur, aber dann leben wir nicht. Du hast es eben so schön gesagt. Entschuldigung, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee. Du hattest es eben so schön gesagt, sich den Balkon schön einrichten. Ich sitze sonst bei den ganzen anderen Interviews, habe ich immer draußen auf dem Balkon gesessen. Heute sitze ich nicht draußen, weil sich bei mir Eichhörnchen Kugel gebaut haben. Die sind sonst immer weg gewesen. Jetzt sind seit 5 Tagen sind da Junge drin in dem Kugel. Deswegen kann ich jetzt nicht draußen sitzen. Also das hat für mich auch ganz viel mit dieser Fülle zu tun, dass die zu mir auf den Balkon kommen. Also ich wohne mitten in Berlin, der Kudamm ist gar nicht weit weg. Ich wohne nur noch im 6. Stock. Und es ist nicht ganz typisch, dass Eichhörnchen rüberspringen. Manchmal klettern sie auch die Wände hoch. Jedenfalls die kommen aus irgendeinem Grund, weil die sich ja wohlfühlen. Und auch das gehört bei mir mit zu dieser Fülle und diese Anziehungskraft, die einfach wirkt, dass diese Natur, es kommen ja auch noch so viele andere Tiere hier, mit diesen Eichhörnchen, das finde ich gerade so absolut phänomenal. Und ich habe halt jetzt immer überlegt, kann ich es jetzt wagen, draußen zu sitzen und das Interview wie die anderen auch draußen zu machen? Und ich habe dann hier drin aufgebaut und als ich fertig war, konnte ich jetzt nochmal beobachten, dass die Eichhörnchenmama, die in ihrem Kurbel hier sitzt, die hat sich vorhin umgeguckt und hat jetzt sich ja noch so einen zweiten Kurbel eingerichtet.
Ich habe ja noch so eine Holzkiste, die hatte ich letzten Winter schon zu stehen, weil ich dachte, ich könnte ihnen ja mal eine Kiste hinstellen, vielleicht gehen sie da rein. In diesen, die haben sie im letzten Winter nicht genutzt, da haben sie nur immer die Nüsse rausgeholt, die ich da versteckt habe, um sie anzulocken. In diesem Jahr haben sie entschieden, wir bauen uns ganz alleine hier aus abgezwickten Ästchen von Brennnesseln und von Tomaten und Baumspinat, bauen wir uns da unseren Kurbel und die schlafen da drin, verschiedene schlafen da drin. Und jetzt halt die Jungen. Und ich finde das so groß einfach. Das macht mir, also mich persönlich macht das so klein, dass die Eichhörnchen da draußen auf meinem kleinen Stadtbalkon sich das als temporäres Zuhause ausgesucht haben. Mhm. Und auch dafür bin ich dankbar einfach. Ja. Über diese Entwicklung, dass ich das beobachten kann. Und Ausgangspunkt ist, dass ich einfach den Balkon eingerichtet habe und dass ich offen dafür bin. Und dass ich sage, ja, ihr seid eingeladen. Genau. Es ist immer so. Es gibt ja so dieses Glücksprinzip. Man beginnt etwas und trägt das dann zum Beispiel drei Menschen weiter. Wenn die inspiriert sind, das auch jeweils an drei weitertragen. Und das ist etwas, was viele gar nicht sehen. Wir sind viel mächtiger, als wir ahnen, indem wir einfach Vorbild sind und das tun. Und ich wollte eben, was so interessanterweise passt, das, weil du das Fülle erwähnt hast, ich hatte nämlich noch ein Bild vor mir. Ich habe mal an einer Stelle gewohnt, an einem Waldrand. Und dort kamen dann nachts auch immer so die Füchse und die Dachse, die haben dann von mir, ich habe damals einen Hund gehabt. Es war so schön zu beobachten, wie die dann kamen, dort die Reste leer gefressen haben. Und in diesem Wald war aber interessanterweise, das war ziemlich, ich habe auch gerade einen Besucher. Herzlich willkommen. In diesem Wald war ein ganz langer Weg und dann gab es eine Lichtung und da hat der Weg sich gegabelt und auf dieser Lichtung war dann ein Apfelbaum und das war ein Apfelbaum wie früher, kennst du aus diesen Dornröschen, diese, nicht Dornröschen, Schneewittchen, diese schönen roten Äpfel, so ein Baum war das und das war ganz im Wald. Da lagen immer im Sommer, wenn dann so im August, September, lagen die Äpfel am Boden. Und die hat niemand geholt. Und ich habe diesen Baum nicht einmal jammern sehen. Der hat nie gesagt, jedes Jahr stehe ich hier, mach die Äpfel so wunderschön, niemand holt die. Der hat jedes Jahr neue produziert, weil es einfach seine Aufgabe war. Und das meine ich so, seinen Platz einnehmen und das, was man am besten kann, tun, das ist Fülle und das ist darum geschehen. Und ich sehe das oft Blumen, wenn ich gehe manchmal quer durch den Wald. Da steht irgendwo eine Blume. Diese Blume sieht vielleicht sonst niemand. Trotzdem blüht die und gibt das Beste. Und das ist das Prinzip, was wir als Mensch wieder annehmen können. Das hat immer Fülle zur Folge und die zweithöchste Stufe der Meisterschaft ist Dankbarkeit. Ja? Und Dankbarkeit heißt eben, ich ziehe mehr Fülle an. Ja. So empfinde ich das, auch gerade bei meinem ganz praktischen Beispiel Balkon. Das ist vollkommen verrückt, was da abgeht. Auch welche verschiedenen Vögel hier ankommen. Also jetzt keine typischen Balkonvögel, die immer wieder vorbeikommen und sich hier wohlfühlen. Es ist einfach eine Atmosphäre da, die Vögel sind, ich bin. Ja. Und deswegen ist auch das Thema Dankbarkeit so wichtig. Und egal, was zunächst mal passiert, das klingt jetzt erstmal verrückt, wenn einem was Schlimmes passiert, ausgehend davon, dass es keinen Zufall gibt, und vielleicht ist das so ein Gedankenanmerz, weil viele Menschen damit echt Schwierigkeiten haben, sagen können, dass es keinen Zufall gibt, und sagen können, ja, ich wollte nicht krank werden, ich wollte den Unfall nicht. Logischerweise vom Verstand her nicht, aber es gibt Instanzen in uns, die genau das anziehen, was uns in den nächsten Wachstumsschritt bringt. Und ich unterhalte mich sehr oft mit Menschen und ich stelle denen oft so grundsätzliche Fragen. Und wenn ich dann immer sage, so, glaubst du an eine Schöpferkraft, egal ob die Gott nennt, sagen ja, auf jeden Fall und sowas, und das so, dann viele haben auch einen ganz starken Bezug zu Jesus, zu den Dingen und sowas, die glauben auch dran, dann sage ich, dann ist doch so, sage ich, glaubst du, dass dein Problem jetzt größer ist, als Gott mächtig ist? So, dann ist immer kommt das erste Nachdenken in diesem Fall, weil wenn ich sage, wenn du das glaubst, dass diese Schöpferkraft das Problem nicht lösen kann, das ist Blasphemie. Ja? Und wenn man da reingeht in dieses Urvertrauen, wieder sagen können, hey,
ich stehe da und ich bin geführt und es gibt so tolle Sachen auch in der Bibel und ich meine das nicht aus religiöser Sicht, sondern aus dem, was man daraus lernen kann. Dann entdeckt man so viele tolle Dinge, egal ob ich in der Natur bin, ob ich da mache. Man muss, das heißt einmal, sie haben Augen, doch sie können nicht sehen. Sie haben Ohren, doch sie können nicht hören. Und das ist bei den meisten Menschen so, weil sie abgelenkt sind, weil der Fernseher da ist, all diese Dinge. Smartphone nutze ich auch, aber den Blick fürs Leben, ja, und der spiegelt sich ja wieder in kleinen Möglichkeiten, eine Möglichkeit, die jeder hat, wie du das jetzt machst, so ein Balkon, wenn er einen Balkon hat. Und das haben ja ganz viele. Das einzige, die Möglichkeit hat jeder. Und zu beginnen, den Fokus wieder drauf zu legen, ist aus meiner Sicht ganz elementar, um zum Leben zurückzukommen. Das ist Natur. Ja, du hast es eben sehr schön gesagt, mit diesen Ablenkungen, von denen wir uns eben zu gerne ablenken lassen. Da kommen wir wieder auf diesen Punkt, sich bewusst werden. Sachen bewusst spüren, annehmen. Da kommen wir dann auch wieder an diese Dankbarkeit rein. Du hast mich vorhin auch berührt, als du gesagt hast, bevor du da so auf deinen Baumstämmen im Wald gesessen hast, dass du auch so eine schwere Krankheitsdiagnose hattest mit Rollstuhl. Und das ist so spannend, Sachen, die so kommen, anzunehmen und in dem Glauben zu sein, dass die einen weiterbringen werden. Der erste wichtige Punkt war, das kann ich jedem empfehlen, ich habe die Diagnose einfach nicht angenommen. Ich habe den gesehen, der hat einen weißen Kittel angehabt, hat das gemacht, ich habe dann reingefühlt und ich habe einfach bei dem Hilflosigkeit gespürt, weil er wusste nicht, was das ist. Und dann hat er einfach das gesagt und das habe ich einfach gesagt, nö. Das ist eben sein Wissensstand, ja, das ist nicht meiner. Ich weiß, es gibt nur eine Gesundheit und davon gibt es auch Abweichungen. Das nennt man dann Krankheitssymptome. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch anders vorgehen. Und so hat sich das dann alles nach vielen Monaten und sehr intensiver Arbeit, sehr viel Meditation, Arbeit mit binauralen Beats, sind dann außergewöhnliche Dinge geschehen. Und das hat sich im Laufe der Zeit dann alles korrigiert wieder. Und das sind die Selbstheilungskräfte, die jeder Mensch in sich trägt. Und deswegen wieder zurück zur Natur oder Gott. Es ist nämlich egal, ob das Natur oder Gott ist. Das sind nur verschiedene Worte für dasselbe Prinzip. Wenn man sich dessen bewusst wird, muss Heilung geschehen. Weil wenn ich mich mit der Quelle verbinde, muss Heilung geschehen. Und das ist der Punkt, wo man sagen kann, wenn man so einen Balkon hat oder Natur ist, ist natürlich immer direkt die Anbindung ganz nah. Vor allem, wenn man sich um das Wachstum von Pflanzen bewusst kümmert, wenn man die pflanzt, wenn man die pflegt, alles das auch. Das sind natürlich alles Dinge, wo ich in Kontakt komme mit dem, auch ob ich will oder nicht. Und das ist aus meiner Sicht heraus immer ein Beitrag dazu, sich selbst zu heilen. Und wenn man sich selbst heilt, korrigieren sich Dinge im Äußeren. Ich bin kein Opfer mehr. Also es hat immer wieder denselben Kreislauf, da rauszukommen mit Bewusstheit. Ich kenne diesen Kreislauf auch nur zu gut. Also ich wäre auch nicht auf diesem Stand hier, auf diesem Sessel, wenn ich nicht auch eine blöde Gesundheitsdiagnose gehabt hätte. Und wenn ich dann, also ich bin da auch nicht in die Opferrolle rein, sondern dachte auch, das wird sich alles gut entwickeln. Und es ist gut, ich habe mich einfach weiterentwickelt und auch bei mir kein Rollstuhl, sondern es geht immer weiter. Das ist fantastisch. Es ist ja so, wenn man das Urvertrauen verliert und sich nicht zurückholt, passiert ja Folgendes. Wir glauben, wir leben in einem Moment, so der Gegenwart, und dann gibt es Ereignisse, die sind scheinbar in der Zukunft. Ja, die denken wir, das könnte da passieren. Und was ist, wenn es da ist? Jetzt gibt es Folgendes. Zwischen dem zukünftigen möglichen Ereignissen und dem, was wir Gegenwart haben, ist so eine große Lücke. Und diese Lücke, die muss jetzt aufgefüllt werden. Der Verstand erträgt keine Ungewissheit. Und weil jetzt noch nichts Konkretes vorliegt, fängt der Verstand an, sich Sorgen zu machen. Das heißt, er füllt diese Lücke mit Sorgen aus und Befürchtungen. Und wenn man das tut, und da wir ja Schöpfer sind, versucht das Unterbewusstsein, diesen Befürchtungen und Sorgen Raum zu geben und die Realität werden zu lassen. Und wenn man das mal, diesen Prozess mal versteht, dann versteht man, wie unklug es ist, sich um etwas Sorgen zu machen.
Das ist das Verrückte. Und das, was ich am Anfang hatte, es gibt ja so eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen kann. Und im Prinzip, es gibt eine grundsätzliche Frage, die könnte die Basis sein für ganz viele Menschen, sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und zwar ist es so, es gibt ja so eine Chaos-Theorie, also dass irgendwo alles Chaos ist, das ich auch nicht kontrollieren kann. Ich kann da keinen Einfluss drauf nehmen. Und wenn das so ist, dann steht ihm etwas entgegen, nämlich ein Ordnungsprinzip. Und Kosmos heißt ja ursprünglich Ordnung. Der Punkt ist, dass beide Systeme sich ausschließen. Es gibt keine Mischung davon. Entweder ich habe ein Chaos oder ich habe eine Ordnung. Eine Mischung davon, in einer Ordnung kann es keinen Zufall geben, weil sonst wäre es schon keine Ordnung mehr. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Denkprozess. Jetzt muss ich im Prinzip nur eine ganz simple Entscheidung treffen. Entweder ich sage, alles ist Zufall, ich kann es eh nicht kontrollieren, das ist sowieso alles Chaos, hat alles sowieso keinen Sinn, dann kann ich total entspannt leben. Ja, weil ich habe sowieso keinen Einfluss darauf. Also kann ich, weil ich sowieso das nicht beeinflussen kann, kann ich total entspannt sein, planen kann ich auch nichts, weil ich überhaupt keine Möglichkeit habe, etwas in die Planung umzusetzen. Oder ich bin in einer Ordnung drin, dann ist es meine Pflicht, wenn ich damit klarkommen will, diese Ordnungsprinzipien zu lernen. Ja? Und wenn ich die lerne, komme ich automatisch in ein Urvertrauen und ich bin nicht mehr dem Chaos ausgeliefert. Und diese Entscheidung treffen viele Menschen nicht. Immer dann, wenn es unbequem ist, ist es Zufall. Ja? Und wenn es jetzt gute Dinge sind, dann ist man dafür verantwortlich, hast du mal gut gemacht. Und natürlich dann immer die Projektion auf andere. Also so hängt ja alles zusammen. Und das kennt die Natur überhaupt nicht. Ja, das ist ja das Verrückte, dass, wenn man das mal guckt, wenn man die Natur anguckt, dort gibt es keinen Zufall. Das sind alles Ordnungsprinzipien, die aufeinander bedingen. Ja, mit den Jahreszeiten, mit dem Pflanzenwachstum, wie sich etwas fortpflanzt. Und das ist das, wenn man sich an den Dingen wieder anlehnt, kann man dort sich selbst erkennen. Wir sind ein Teil der Natur. Wir sind im Außen zwar manchmal davon abgeschnitten, weil wir uns so gewählt haben, aber wir sind von unserer Grundstruktur Natur. Wie war, wir denken so oft, wir sind größer als die Natur. Den Glauben haben wir ganz oft, aber wir sind ein Teil. Und für mich ist das Faszinierende und das Spannende, dass man über so einen kleinen Balkon anfängt, darüber nachzudenken. Und dass man da auf einmal ein Gefühl dafür bekommt, dass wir eben bloß ein kleiner Bestandteil der Natur sind. Obwohl wir uns in einer großen Stadt fühlen und wohnen und uns total sicher fühlen und denken, wir haben alles im Griff, die Natur. Haben wir aber nicht. Aber das Tolle ist, dass da eine Öffnung passiert. Und das merke ich an mir und an vielen anderen Leuten eben auch. Und das finde ich ganz spannend, dass du dich immer wieder auf die Natur berufst. Ich kann das voll nachvollziehen. Wenn man Leben betrachtet, ob es jetzt zum Beispiel die Zelle ist und das Zellmilieu, was ja oft vergessen wird, eine Zelle an sich ist ja ohne Zellmilieu völlig wertlos, weil die stirbt ja. Und so ist beides wichtig. Das heißt, wir haben immer zwei Dinge, die zusammengehören. Und es gibt so einen Satz, alles reproduziert nach seiner Art. Wenn ich einen Apfelbaum habe oder ich pflanze einen Apfelbaum, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich dort irgendwann mal Birnen ernten werde. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Die tendiert gegen null. Und wir selbst sind auch so. Wenn ich natürlich Gedanken habe, die destruktiv sind, ist es sehr verwegen, gute Ergebnisse zu erhoffen. Und ich liebe ja auch die Bibel, und wenn man das mal bezieht, eben auch an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, so kann ich immer eins aufs andere überleiten. Das heißt, wenn ich gute Früchte haben will, muss ich gute Gedanken haben. Und das Wurzelwerk, wenn man jetzt mal eine Pflanze, den Baum, das ist unser Unterbewusstsein. Das, was da drin ist, nämlich das, was ich wirklich glaube, von dem ich überzeugt bin, das wird automatisch meine Taten sein, also die Früchte. Und es gibt den Teufel mit den drei goldenen Haaren, das Märchen. Und in diesem Märchen gibt es einen Baum, der bringt goldene Früchte. Bis irgendwann der das nicht mehr bringt. Und dann erklärt der Teufel halt, nachdem ein Haar rausgezogen ist, dass an dem Wurzelwerk eine Maus nagt.
Ja? Und das Nagen ist ja schon, wenn die Zweifel an einem nagen, ja, also die Mäuse, alles hat ja eine Symbolik, dann können oben keine guten Früchte mehr rauskommen. Und da sieht man wieder weg von den Zweifeln hin zum System, hin zu einer Ordnung, die Ordnung verstehen, die Ordnung in meinem Leben anwenden. Und es ist völlig egal, ob ich das jetzt in einem Balkon mache, ob ich in einem Wald stehe, ob ich das eigene Leben betrachte, meine Denkprozesse, es ist immer gleich. Und Goethe sagt, alles Sichtbare ist nur ein Gleichnis. Ob ich jetzt irgendein Buch lese, das sich damit beschäftigt, ob ich eine Meditation mache, ob ich in diesem Balkon sitze, den ich mir eingerichtet habe mit Pflanzen, das ist auch Meditation. Ja? Und wenn man aufhört, das Ganze isoliert zu betrachten, sondern wie ein großes Ganzes, dann kann ich überall alles das als Quelle nutzen, um mich weiterzuentwickeln. Ja. Ja. Wie kommen wir dahin? Manchmal ist es sinnvoll, die Blockaden aus dem Weg zu räumen, die einen erstmal davon abhalten zu leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich muss der Wille da sein, überhaupt das mal zu machen, weil ich hatte gestern noch ein Gespräch mit jemandem, wo ich auch das dann abbreche. Es gibt sogenannte Möchtegerne. Ich möchte das auch gerne. Klar, jeder möchte wohlhabend und reich sein. Jeder möchte Millionär sein zunächst mal. Die Leute glauben immer, dass dann alle ihre Probleme gelöst sind. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas möchten und etwas wirklich wollen. Das ist ein Riesenunterschied. Das sind zwei verschiedene Welten. Und wenn ich dann wolle, will, habe ich es noch lange nicht getan. Also zwischen möchten, wollen und tun, das sind wie drei verschiedene Universen. Und wenn ich mich im Universum, das ich möchte schon, tue es aber nicht, bewege, dann ist es einfach so, dann ist es einfach so. Ich persönlich habe auch aufgehört, dort Mitgefühl zu haben, außer jemand kann nicht. Aber das Folgende ist, den Leuten, die es am schlechtesten geht, das sind die, die es tun. Ja? Und die anderen, denen es noch nicht schlecht genug geht, die bleiben auf dem Zustand des Möchtens hängen. Und das ist so der erste Appell, sich mal die Anziehungskraft der Couch zu überwinden, ja? Vom Fernseher weg, ins Leben zu kommen und vielleicht mal, so wie du das jetzt machst, so einen Balkon einzurichten, wäre ein erster Schritt, weil das muss man noch nicht mal weit gehen. Man muss nicht irgendwo in den Wald fahren. Man kann sich mit den Dingen beschäftigen. Und während man das tut, mal mit Pflanzen, mit Wachstum, mit Natur beschäftigen, mit Märchen, mit Grunddingen des Lebens. Und dann wird ein riesen Wachstumsprozess stattfinden. Das hast du ja auch schon gesagt. Ja? Damit man die Hindernisse aus dem Weg räumen kann, damit man solche Dinge tun kann, damit man nicht ständig wieder in dieselben Muster zurückfällt, habe ich eben, oder wir haben das dann nach außen getragen, eben das sind binaurale Beats. Das ist ja auch das, was du erzählt hast, was du nutzt. Wo wir die Möglichkeit haben, dieses Wurzelwerk in uns, das Unterbewusstsein, das die Quelle von dem ist, was wir im Außen erleben, so nachhaltig zu positiv zu beeinflussen, zu verändern, dass die Früchte oben wieder goldene Früchte rauskommen und nicht die verfaulten Dinge oder dass gar kein Wachstum stattfindet. Und das kann ich jedem empfehlen, sich da mal mit zu beschäftigen. Wir haben ja so eine Webinarreihe, wo ich das ziemlich ausführlich erkläre. Die ist auch kostenfrei. Und da verschenken wir auch eine originale Audiodatei. Das wäre so der erste Schritt mal, um sich damit zu beschäftigen, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen, sich das mal anzuschauen und mal gucken, was könnte das für sein eigenes Leben bedeuten. Ich habe gestern nochmal reingeschaut. Wir haben für diese Webinarreihe, gestern waren es exakt auf den Punkt genau, 3600 Feedback-Backsits erhalten. Fast nur 5 Sterne. Ja, also Menschen, alles original, die wirklich kommen, die das anschauen, die dann uns ein Feedback geben, die es da reinschreiben, kann man alles, alles abrufen auch auf der Seite. Und wir hatten heute Morgen ein Meeting und wir tragen jetzt mal die ganzen Feedbacks zusammen von Menschen, die damit arbeiten. Thema Krankheit, Selbstheilung, das. Und die das ausgewertet hat, die hat jetzt am Wochenende fertig gemacht, sagt, sie sind auf die Tränen runtergeflossen von den Feedbacks, die da kommen. Also das ist das, was wir so sehen. Und das wäre ein Werkzeug, wo man keine Vorkenntnisse braucht. Man muss nicht lernen meditieren, man muss da kein Studium machen. Man kann einfach hingehen, sich das anhören und das wirkt aufs Unterbewusstsein ein. Und zwar sehr förderlich. Da kann man auf dem Balkon sitzen und das dort machen. Man kann es auch auf dem Sofa machen. Hauptsache, man hört. Definitiv. Regelmäßigkeit. Also das ist wirklich so. Und wir haben jetzt gestern, habe ich das fertiggestellt, das ist das Thema Selbst- und Fremdsabotage. Das, was wir vorhin erwähnt haben, mit diesem so ein Treueschwur, da gibt es ganz viel. Also das sind glaube ich 97 oder 98 Themen, die wir dort aufbereiten, wo man in die Klärung kommt. Das sind die Dinge, die wir oft gar nicht mehr wissen. Man kommt da auch gar nicht drauf. Und das, viele Leute glauben zum Beispiel schwarze Magie oder sowas, das ist ziemlich weit weg. Das ist ganz nah. Das passiert uns oft täglich, wenn wir mit Menschen zu tun haben, nämlich diese Manipulation.
ja, die wir haben, wo man emotional jemandem ein schlechtes Gewissen macht. Und wenn du das schlechte Gewissen spürst, hast du die Thematik schon aufgenommen. Die arbeitet jetzt in einem. Und das muss man alles mal wieder klären. Das ist wie den Keller aufräumen, ja, und mal Ordnung schaffen. Das ist, oder wie so mal so ein Garten, den man wieder, den man komplett der verwildert ist, ist ja nichts Nachteiliges, nur ist vielleicht nicht so schön anzusehen, ja, den man wieder auf Vordermann bringt. So ähnlich ist es auch, wie wir Menschen einfach mal so den Garten in Ordnung bringen, den eigenen Garten in uns drin. Und das geht ja oft über das Äußere. Das heißt, wenn ich das im Äußeren tue, wirkt das ja nach innen. Also ein Garten, den ich im Außen pflege, der ordnet auch meinen inneren Garten. Das hängt ja immer eins zusammen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Deine Frage aber, wie man da hinkommt. Also wie gesagt, diese binauralen Beats ist eine Möglichkeit, erstmal so die Blockaden wegzunehmen. Wir haben zum Beispiel wirklich Tausende von Menschen mittlerweile, die mit unserer Audiodatei Selbstliebe gearbeitet haben. Das ist so ein elementares Werkzeug. Einerseits diese Selbstsabotage immer zu bereinigen, dann die Selbstliebe hinzusetzen. Denn wenn ich mich selbst wirklich liebe, damit meine ich nicht Narzissmus, selbstverliebt sein, sondern mich erkenne als Teil dieser Natur, als Teil dieser kosmischen oder dieser göttlichen Ordnung. Und wenn ich das tue, dann darf ich mir auch andere Dinge erlauben. Dann darf ich gesund sein, dann darf ich in der Fülle leben, dann darf ich all die Dinge haben. Und dann kann ich auch an schweren Situationen plötzlich ein ganz tiefes Wachstum erfahren, wenn ich mich die mitnehme. Du hast vorher erwähnt, so die Eltern pflegen. Ja, das sind große Wachstumsprozesse, große Herausforderungen. Wenn man sich denen aber bewusst stellt, ist das trotzdem für die meisten Menschen eine innerliche Befriedigung, ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Und es ist immer nur eine Betrachtungsweise. Es kann etwas lästig sein oder ich kann mich dem widmen und sagen können, okay, es ist jetzt so, ich nehme das an und das sind Dankbarkeit. Und das ist dieselbe Arbeit aus zwei Betrachtungsweisen mit zwei unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Ich bin da zutiefst dankbar für. Ja. Ja. Inwieweit dieses Werkzeug hilft ja bei unheimlich vielen Problemen. Für mich war immer ein Problem, dass ich Zeitdruck empfunden habe, wegen der Fülle der Aufgaben, wegen der Schwere der Aufgaben. Wie kriegt man das alles organisiert, dass alle Parteien zufrieden sind und dass ich eben von diesem Druck wegkomme? Und ich kann von mir sagen, dass das sehr gut geholfen hat. Ich bin von diesem Druck weggekommen. Kannst du dazu noch mal was sagen? Weil alle Menschen sind ja heutzutage im Zeitdruck. Das ist ja schrecklich. Wenn diese, das sind ja Audiodateien, die hört man ja an. Ja, so. Und ich mache das wirklich, das ist meine Lebensaufgabe. Ich habe das als Kind schon gesehen, ich habe da eine ganz schwierige Erfahrung gemacht. Ich habe mich sehr bewusst mit den Themen beschäftigt, wirklich mit Buddhismus, mit all den Themen, Religion, Koran, mit Quantenphysik. Ich war immer offen für diese Dinge. Ich bin auch in so einem Umfeld aufgewachsen und habe dann immer gefragt, was nützt mir das? Was bringt mir das im Leben? Das war meine wichtigste Frage. Bringt mir das was? Wenn nicht, dieses ganze, ich kenne die Esoterik-Szene bis zum Erbrechen und dieses ganze Geschwafel, was da ist, wo es eigentlich nur um Ego-Strukturen geht. Mich hat immer interessiert, was bringt mir das als Mensch? Das war immer meine wichtigste Frage mein ganzes Leben. Und daraus sind natürlich sehr tiefgreifende Erkenntnisse entstanden. Und diese ganzen Erkenntnisse aus den Jahrzehnten, die habe ich reingepackt in diese Audiodateien. Das heißt, man hört sich das an und es ist wie eine Geschichte am Anfang. Es sind immer Geschichten, die dort sind. Und die führen einen immer an den Punkt zu sich selbst zurück. Und wenn man nicht bei sich selbst ist, ist es schon ganz schwierig, sein Leben überhaupt irgendwie auf die Reihe kriegen. Also muss erst mal nach Hause kommen. In dem Film Star Wars erklärt dieser Jedi-Ritter, dem Luke Skywalker, du musst die Macht nach Hause holen. Und das ist gemeint, hol das alles wieder zu dir zurück. Die Erkenntnis, wie es funktioniert.
ja, deine Macht zu nutzen. Und Macht meine ich nicht Machtmissbrauch, sondern die Schöpferkraft, das ist pure Macht, so einzusetzen, dass sie erstmal dir selbst dient. Und wenn du es schaffst, dich selbst zu lieben, dich selbst in einen Zustand der Glückseligkeit zu bringen, nicht glücklich sein, das ist so ein Randeffekt, der ab und zu mal passiert, so Glücksgefühl und sowas. Glückseligkeit heißt, egal was im Außen bin, ich bin mir meiner selbst und der Quelle bewusst und das ergibt schon Sinnhaftigkeit. Und das ist ein Zustand, den kann man immer haben. Und dazu vielleicht die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das ist sehr interessant. Da steht drin, dass jeder Mensch das Recht auf Leben, auf Freiheit und das Streben nach Glück hat. Das heißt, das Leben auf Recht und Freiheit steht mir grundsätzlich zu als Menschen, aber das Streben nach Glück, also Glück steht mir nicht zu, aber das Streben nach Glück. Und ich finde das sehr interessant, diese Präambel, das zu sehen. Und genau da beginnt der Punkt, das aktiv zu tun. Nicht dazu sitzen und die gebratenen Tauben in den Mund fliegen zu lassen, sondern sagen können, ich gestalte dieses Leben. Das ist genau, wenn ich sagen kann, ich möchte so einen schönen Balkon haben, ja, und gucke mir zwar vielleicht ein paar Bücher dazu an, aber wenn ich nie eine Pflanze pflanze, wird da nichts passieren. Ja. Und so wie ich Pflanzen pflanze, kann ich auch Gedanken pflanzen. Ich kann einen Gedanken in mir pflanzen, den stetig wachsen lassen, hegen, mit guten Dingen machen, Unkraut in dem Fall entfernen. Ja, Unkraut entfernen heißt Zweifel entfernen. Und genau das machen wir mit den binauralen Beats. Das heißt, wir haben das alles dort reingepackt, dieses Know-how. Und dieses, das, was ich gerade erzähle, geht dann, diese Denk- und Fühlweise geht ins Unterbewusstsein der Menschen rein und fängt dort an, tatsächlich, ich erkläre es immer, wie Saatgut aufzugehen. Und das heißt, plötzlich wächst in den Menschen Hoffnung, plötzlich neue Gedanken, Aktivität, Blockaden gehen weg. Und jetzt beginnt man, in die Möglichkeit zu kommen, das zu gestalten. Dafür ist man dann selbstverantwortlich. Ja? So kann man es am besten erklären, was passiert mit dem binauralen Beats. Hast du schön für einen Gärtner erklärt. Das verstehen die Gärtner unter uns. Und die, die noch keine Gärtner sind, die verstehen es vielleicht auch. Und vor allen Dingen, hoffentlich probieren sie es aus. Mhm. Der Einstieg ist, sich die Webinarreihe anhören. Würde ich jedem empfehlen. Ganz ausführlich. Ja. Dort erkläre ich auch, wie binaurale Beats funktionieren. Das Interessante ist, sie basieren ja auf einer wissenschaftlichen Grundlage. 1839 bereits in einem Physikbuch beschrieben von einem deutschen Physiker. Und es gibt unzählige Studien aus den letzten Jahrzehnten. Und das hat mich am meisten begeistert, als ich da irgendwann drauf gestoßen bin. Habe ja da selbst über 10 Jahre empirisch geforscht mit binauralen Beats. Und das hat mich am meisten beeindruckt, dass es eine Möglichkeit ist, die keinen Glauben voraussetzt, die keine Lernerfahrung voraussetzt. Und wenn ich das richtig aufbereite, kann ich die Kopfhörer aufsetzen und es funktioniert auch schon beim ersten Mal. Das ist ja das, was mich am meisten fasziniert. Und da passieren oft Dinge. Ich habe jetzt wieder Feedbacks gelesen von Menschen, die wirklich schlimme Situationen haben, die zum Beispiel die Selbstliebe anhören und erstmal, wo die Tränen ohne Ende fließen. Und das ist ein gutes Zeichen. Man spürt sich wieder mal, man kommt zurück. Und das sind die Dinge, die einfach funktionieren. Man braucht da keine Vorkenntnisse. Wichtig ist, man muss mit Kopfhörer hören. Aber das wird alles erklärt über die Webinarreihe. Und deswegen empfehle ich das jedem, sich die Information zu holen, weil wir dort auch Übungen machen, die auch sehr berührend sind im zweiten Teil. Und da verschenken wir auch eine originale Audiodatei. Und dann kann man das gleich mal sogar anhören. Ja. Prima. Wir schreiben den Link, schreiben wir und das Interview rum. Weil es ist vielleicht besser, als wenn ich das jetzt technisch erkläre, weil jetzt ist hier, so reden wir gerade über Natur und Garten, da wird es gar nicht so richtig reinpassen. Nö. Wir wollen einfach nur den Weg ebnen. Du genau. Mit deiner Erfahrung, ich mit meiner Erfahrung jetzt seit 7 Monaten. Es ist halt bei mir so viel passiert. Ich weiß von vielen anderen Menschen aus meinem Umfeld, dass da eben auch was passiert ist durchs Anhören der Dateien. Und deswegen war es mir wichtig, es in meinen Balkonkongress reinzubringen. Du hast uns das sehr schön erläutert. Du bist logischerweise immer wieder auf die Natur gekommen. Du hast uns das jetzt gärtnertechnisch erklärt. Wunderbar. Lieber Andreas, ich bin zufrieden. Du kannst jetzt nochmal eine schöne Einladung aussprechen an die Teilnehmer vom 3. Bio-Balkon-Kongress? Ich denke mal, das war deutlich genug. Also ich sag mal, ich hatte eben den Gedanken schon mal, ich sag, wenn man das nicht schafft, mal eine Stunde Zeit zu investieren. Und ich wirklich, das ist im Prinzip ist dieses Webinar
braucht man anderswo Geld dafür. Das ist bei uns ja kostenfrei. Das ist eine Lebensschule. Das haben wir auch bewusst so gemacht. Und das ist auch genau die Feedbacks, die Menschen kommen, die wirklich mal wieder aufwachen, die sagen können, eigentlich wusste ich das alles. Aber die Zusammenstellung, so das zu erklären, das ist das, was auch die Menschen so gut finden. Und entweder man macht das oder nicht. Das ist aber der Punkt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und die, die kommen, werden begeistert sein. Das weiß ich. Wunderbar. Ich bedanke mich, dass du zum Interview gekommen bist, dass du uns beehrt hast. Gerne. Ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.